über Bücher und Würmer. Voller Selbstzweifel schlendere ich die Einkaufspassage entlang und überlege, wie ich aus meiner Not eine Tugend machen könnte. Mein Hirn voller Grübeln mache ich vor einem Buchladen halt. Ein Werbeplakat sticht mir förmlich ins Auge. Auf dem Plakat prangt ein Kopf in Nahaufnahme. Ein Mann, hinsichtlich seines Alters ganz schwer einzuschätzen, mit Kastenbrille aus den 70ern. Und drunter steht, dieses Buch kann man auch ungelesen kaufen. Fasziniert von dem Slogan lese ich auch das Kleingedruckte. Einzige Lesung im Ruhrgebiet, Mittwoch, 23. August, 19 Uhr. Buchhandlung Füllfeder, Breite Straße 4. Eintritt frei. Warum sollte ich da nicht mal hingehen? Geld habe ich sowieso keins. Also begebe ich mich an besagten Tag zum Ort des Geschehens. Eine kleine Menschenschlange steht vor verschlossener Tür. 18.45 Uhr. Wortlos stelle ich mich hinten an. Es wird sich angeschaut und gemustert. Irgendwie passe ich nicht so recht ins Bild. Ob es an dem Arafat-Schal von Wolfgang liegt? Um meine Unsicherheit zu überspielen, setze ich einen Ich-habe-was-bewegt-Blick auf, den ich mir früher auf Demos abgeguckt habe. Weil aber alle diesen Blick benutzen, gucke ich einfach wieder normal. Kaum gucke ich normal, quatscht mich auch schon mein Vordermann an. Gorleben, 84, da wurde noch was bewegt. Ihr Schal ist eine echte Rarität. Meine Mutter hat meinen damals bei 90 Grad gewaschen. Dann passte er nur noch ums Handgelenk. Ja, und dann habe ich